numbers and dates and numbers and numbers and dates and numbers. I think that's the shit, man. Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Seine neueste Idee ist jetzt, dass er das Ding auch zusätzlich mit Schneeketten ausstattet. Okay. Danach kommt die Amphibien-Variante, ne? Dass er auch nach innen, dass er durch den See gezogen werden kann damit. Ja, genau. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Oder mit so einem Jetstream dann irgendwie, dass er dann noch durch die Luft schleudert. Siehst du auch diesen flatternden Rentner da durch die Luft? Howdy ho, liebe Leute, herzlich willkommen zur schönen, neuen, frischen und fröhlichen Ausgabe Voll in die Presse, eurem schrägen Medien- und Presse-Podcast. Heute einmal mehr in der Zoom-Edition, denn in NRW ist Ferienzeit. Das heißt, die, die sich's leisten können, weilen im Urlaub, wie der gute Kollege Herr Sammer auf Lanzarote. Schönen Gruß. Moje. Moje, ein bisschen Timelag da drin, wie mir scheint. Der Prollo ist gar nicht da, der ist noch im Vergnügungswasser-Superschwimmbad seines Vergnügungsparks unterwegs. Der stößt später zu uns, aber dafür meldet sich live vom Krankenbett unser aller Ehrenwerter Beef Rogers. Hallöchen. Hallöchen, schon mal gute Besserung. Ich hoffe. Ja, danke, danke. Das ist ja der Nachteil an Zoom, man sieht ja die Gesichter, also das möchte ich jetzt nicht näher beschreiben, der Beef ist ein bildschöner Mann, aber heute sieht er aus wie ausgelutscht und das tue ich auch, denn mich hat es ganz knapp vor der Sendung erst nach Hause verschlagen, direkt ans Mikro für euch, Ben Cartwright hier, alleine, traurig und verlassen auf der Ponderosa, auch ich hatte keine Zeit für Urlaub. Umso mehr ist das besser für euch. Wir legen los mit einem Potpourri an lustigen Geschichten und die teasern wir jetzt am besten auch schon mal an, damit jeder weiß, worauf er sich hier heute einlässt. Beef, was hast du denn da so alles zurechtgeblättert? Ja, ich habe im Prinzip zwei schöne Sachen dabei, die sich beide so ein bisschen im weitesten Sinne um Statistiken drehen und mit ganz bizarren Auswirkungen, von denen man am Anfang irgendwie gar nichts gedacht hat. Das eine ist, ich sag mal, das Schlagwort Abnehmspritze und bei dem anderen geht's um die Steuerlast eines Dorfes. Also insofern, beides sind eigentlich ganz spannende Geschichten dahinter und genau. Die Steuerlast eines Dorfes. Also ich bereue jetzt schon, dass wir uns hier die Geschichten nicht vorher sagen, sonst hätten wir ein kleines Sample vorbereitet, dass der Sammer und ich ordentlich abfeiern aus Burn After Reading. Sammer, was ist es? Zahlen, Daten. Daten, Fakten, Zahlen. Brad Pitt in einer seiner besten Rollen. Heißer Scheiß. Und wo wir gerade bei dir sind, Sammer, du hast doch auch immer hier den heißen Scheiß dabei. Zahlen, Fakten, Gerichtsurteile. Ja, genau, keine Gerichtsurteile diesmal. Ich bin diesmal auch nur humoristisch unterwegs, was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, nachdem wir zuletzt sehr seriös und ernsthaft unterwegs waren. Und zwar unter anderem im Tierreich. Ich werde euch erzählen, was die Grasfroschfrau macht, wenn sie mal keinen Bock hat auf ein Schäferstündchen. Also mal. Aber so, wir sind nicht im Karneval, oder? Wir sind nicht im Karneval, nee, aber wenn sie mal einfach keinen Bock hat, ja, wir Menschen sagen ja immer Kopfschmerzen. Und mal gucken, was die macht. Eine andere Story, die dran kommen könnte, wenn es zeitlich alles hinhaut. Ich erzähle euch was über vollgedröhnte Spinnen. Und habe zum Abschluss natürlich auch einen schönen Quickie noch vorbereitet. Hervorragend, das klingt wunderbar. Mein Teaser wäre so etwas wie die vielleicht lustigste oder frivolste, ich weiß es nicht, Schlagzeile, die ich seit langem gelesen habe, die einen auch völlig aufs Glatteis führt.
abgesehen davon, wir waren ja letzte Woche sehr seriös, das müssen wir heute unbedingt rückgängig machen. Und dann habe ich noch ganz frisch, kurz vor der Sendung, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, also ich weigere mich weiterhin, das Ding X zu nennen, von einem beliebten Verschwörungstheoretiker betrieben, die Nachricht der Bundeskunsthalle gefunden, die vermuten lässt, oder eine Nachricht der Bundeskunsthalle gefunden, die vermuten lässt, dass vielleicht Banksy in Bonn unterwegs war. Ich glaube es ja nicht, aber ein Banksy-Move in der Bundeskunsthalle. Lustig, lustig. Also kriegt hier einiges geboten. Und was wir jetzt als Überraschung noch hinten dran haben, ist ja das, was der Prollo aus dem Schwimmbad mitbringt für lustige Geschichten. Fußpilz und Co. Ich wollte gerade sagen, außer Fußpilz. Wo wir gerade bei Twitter waren, möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass voll in die Presse, trotz der allgemeinen Abwanderungstendenzen, ja seit kurzem, also quasi völlig antizyklisch auf Twitter nun unterwegs ist und auch stetig sich neuer Abonnenten erfreut. Also ich glaube, wir sind rasant im Laufe der Woche auf 17 Abonnenten gestiegen. Also jeden Tag kommt irgendjemand dazu, den ich nicht kenne, wo man nicht mehr den Namen versteht. Sind vielleicht Bots. Aber was da vielleicht ganz erwähnenswert ist, wir wollen das auch nutzen, um immer mal wieder so kleine Updates auch zu Geschichten zu geben und zu vielleicht auch lustigen Geschichten, die so zwischen den Sendungen passieren. Also beispielsweise hatte ich da unter der Woche gepostet, dass in Kanada die Fat Bear Week ist. Und das fand ich sehr witzig. Da ist inzwischen auch die Wahl gefallen. Habe ich auch gepostet. Wen das interessiert, der kann das lesen. Aber die Message war eigentlich, dass die Kanadier einmal im Jahr den dicksten Bären wählen. Also die wählen einen echten Braunbären, Grizzly, zu ihrem dicksten Bären. Das ist die Fat Bear Week, so wie die Cyber Week und sonstige Weeks, die es halt gibt. Die sind halt echt einfach die Nordamerikaner, die haben es raus, jeden Scheiß zu vermarkten. Die vermarkten sogar fette Bären. Also das ist total geil. Und ich habe leider den Namen der Bärin, die es geworden ist, dieses Jahr vergessen. Ich glaube Drazer oder Drake oder Draken oder so. Aber der Name vom Vorjahresgewinner war sehr geil. Der hat nämlich den bezeichnenden Namen Jumbo Jet gehabt. Ja, ein dicker Jumbo Bär namens geil. Jumbo Jet. Wusstet ihr denn, ich habe das letztens in einer Doku gesehen, es ist ja irgendwie gefühlt 10-mal im Jahr eine Doku über Grizzlies, die Lachse fangen in Flüssen zu sehen. Und da habe ich jetzt mitgenommen, die essen am liebsten von den Fischen die Haut, weil die so fetthaltig ist. Die, also nicht so das, was wir unbedingt bevorzugen würden. Hm. Ich glaube, den Kopf auch noch. Hm. Ja, könnte ja eigentlich eine Win-Win-Situation sein. Und ja. Wie kriegen die Haut da abgefummelt? Also ich meine, das ist ja, da hängt ja das Fleisch dran. Also Das haben sie gezeigt. Das kriegen die hin. Das kriegen die hin. Also, ich weiß nicht, mit dem Maul so Tatzen einfach abziehen. Kein Problem für die. Also nach dem Motto, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut bleibt hier. Ja, genau. Lassen sie den Fisch dann ohne. Der Lachs wird skalpiert. Ja, ja, also ich finde Bären eigentlich total cool. Bin ja da vor ein paar Jahren auch durch Kanada gefahren und haben da die ganze Zeit gedacht, na hoffentlich sehen wir mal einen Bären, aber nicht zu nah. Und dann haben wir tatsächlich irgendwann am Straßenrand allerdings eine Schwarzbärin mit zwei kleinen Kindern entdeckt. Und die sind schon beeindruckend. Gelten ja auch, gerade wenn sie Kinder haben, als ungefährlich. Und wir waren so auf dem Highway. Dann war da so ein kleiner Feldweg und die Bärin war so, sagen wir mal, in 30 Meter Entfernung. Und ich filme das da so. Wenn ich den Film finde, kann ich den auch veröffentlichen, weil der ist wirklich geil. Ich filme das so und man muss sich vorstellen, neben dem Feldweg war dieser Grünstreifen. Das war so eine Lichtung, vielleicht nochmal 5 Meter. Und dann kam der Wald, wo die Kleinen waren da schon den Baum hochgeklettert und die Bärin, die stand noch auf dieser Lichtung. Und die Leute hielten halt natürlich Abstand und dann kam aber auf einmal mir in die Kamera ins Bild reingefahren von links so ein Typ auf dem Fahrrad, also quasi so 2 Meter an der Bärin vorbei. Und das war so ein Bild für die Götter, das habe ich live angefangen. Die Bärin guckt so, guckt den so an und der fährt so und denkt so, warum stehen da die ganzen Leute auf der Straße, guckt so erst zu uns und guckt dann nach links, oh, ein Bär.
so direkt neben mir. Und dann gucken die beiden sich an, denken so, naja, guck mal ein Bär, guck mal ein Mensch auf dem Fahrrad, okay, weiter. Also es war, ich hatte erst im ersten Mal gedacht, fuck, jetzt fällt die über den her und ich filme das hier noch alles oder muss es zumindest mit ansehen. Ich hätte dann auch nicht weiter gefilmt, aber nö, die schauten sich einmal an, gefühlt nickten die sich so kurz zu und dann radelte er aber auch ganz gemütlich, ohne Panik, das lernen Kanadier wahrscheinlich auch, dass man keine fluchtartigen Bewegungen, radelt in demselben Tempo seinen Radweg dann weiter, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Herz schon ein bisschen schneller gepumpt hat. Ja, das ist ja nicht ungefährlich. Es kam ja jetzt vor ein paar Tagen die Meldung, Kanada oder USA, ich weiß es nicht, welches von beiden, dass ausgerechnet zwei Naturliebhaber, die auch sehr, sehr häufig in so Wäldern unterwegs sind, die waren mit ihrem Hund in irgendeinem Gebiet unterwegs und sind alle drei von einem Bären getötet worden. Alle drei? Wow. Alle drei, ja. Wenn ich es richtig noch im Kopf habe, alle drei, auch der Hund. Also gerade mit Hunden ist es wohl ja auch gefährlich, ne? Weil die Hunde dann vielleicht anschlagen, während man als Mensch noch irgendwie verstandgesteuert versucht zu reagieren, ist ein Hund nicht selten wohl der Grund dafür, dass Dinge eskalieren. Hm. Ja, Wahnsinn. Ja, kommt selten vor, aber ist da wohl so passiert, ja. Ja, ich habe heute noch die Geschichte erzählt, die ich immer mal wieder gerne bringe von diesem Buch, das ich leider nicht habe, aber in dem ich über das ich im Spiegel gelesen habe, über so skurrile Todesarten. Ich glaube, sag mal, die habe ich da schon ein paar Mal von erzählt. Und dann ist auch eine der Geschichten ist auch irgendwie von dem Kanadier oder Japaner, ich glaube sogar ein Japaner, der einen Bärenschutzanzug erfunden hat. Und der ist dann leider auch beim Testen dieses Bärenschutzanzugs verstorben. Also da sind noch andere schräge Todesarten drin, die hebe ich mir dann fürs nächste Mal auf. Vielleicht finde ich das Buch auch noch, aber ja. Ich glaube, der Japaner war die Nummer, wo der irgendwie ein Foto von dem Löwen machen wollte im Zoo und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das sein kann, da irgendwie dieses Gehege gesprungen ist und dem Zoo in Bauch, dem Löwen in den Bauch getreten hat, damit der aufwacht, damit er ein schöneres Foto kriegt. Ah, naja. Ja, oh, war ja. Das fand der Löwe auch nicht so witzig, vermutlich dann. Ne? Das wohl war ja, ja, aber solche Storys kriege ich ständig. Also letztens ging hier viral irgendwie die Geschichte von irgendeiner Taucherin, die an irgendeinem, ich weiß nicht was, Wal rumzubbelt und den da tätschelt und so weiter. Und der hat sie dann irgendwann einfach so ins Bein gebissen oder so festgeklemmt. Das war also eine Schnorchlerin und hat die dann einfach mal so 20 Meter in die Tiefe gezogen. Was meinst du? Also da denkst du auch so, Alter, die sind einfach viel stärker als du. Also der hätte die wahrscheinlich auch mit einem Flossenschlag platthauen können. Aber der hat die dann richtig runtergezogen und sie dann auch wieder hochgelassen und so. Aber mehrfach hat er sie runtergezogen, immer wieder so geärgert. Und der andere Typ da, der filmt das dann halt alles. Wo ich auch dachte, natürlich schrecklich für die Frau in dem Moment. Die hat es ja überlebt, aber selber schuld. Schwimm halt nicht zu so einem Tier hin und fang dem Mann an der Flosse rumzupulen. Also krasse Geschichte, ey. Das ist ja echt heftig, ey. Ja, also, google das mal. Das ist, ständig kriege ich das hier auf verschiedenen Medien hier. So und so Wal attackiert Taucherin, nachdem sie ihm zu nahe gekommen ist. Vielleicht wollte er auch nur spielen. Was der kann ja auch nicht wissen, was die aushält und was nicht. Ja, na, sie hat es ausgehalten, aber ich glaube, dass sie schon ziemlich einen ziemlichen Schrecken davon getragen hat und ich finde zu Recht. Absolut, ja. So, jetzt sind wir schon wieder richtig schön auf den tierischen Themen. Ich weiß gar nicht warum. Der Sommer hat ja auch da seine, was war das hier? Der Frosch, Grünfroschfrau. Ja, pass auf, die Grasfroschfrau. Ich muss jetzt nur mal gerade hier kurz zu meinem Handy die Geschichte mal gerade aussuchen, so, da ist sie, genau, die Grasfroschfrau. Ja, richtig, wir kennen das ja, ne? Der Prolle würde sagen, man kennt das ja, ja. Man will irgendwie schön ein Stell dich ein mit seiner Frau haben und dann heißt es wieder Kopfschmerzen heute nicht. Wie machen das eigentlich die Tiere? Hier in dem Fall die Frösche, beziehungsweise Grasfroschweibchen.
Und könnte das vielleicht sogar ein Vorbild für die Frauen, also für die menschlichen Wesen sein? Wer weiß. Es gibt jetzt eine Berliner Studie, die die Abwehrstrategien der Grasfroschfrau unter die Lupe genommen hat. Und neben wenig, sage ich mal, spektakulären Strategien wie zum Beispiel wegdrehen, was wir auch irgendwie kennen, meine ich, mich zu erinnern, so im Bett und dann wird sich so weggedreht, das ist auch irgendwie unangenehm dann, aber man muss es respektieren. Nein, besonders aufgefallen ist die Strategie, dass die Weibchen sich totstellen. Die stellen sich tot, indem sie auch alle, also ihre Vorder- und Hinterbeine steif von sich strecken, alle Viere sozusagen von sich strecken und sich nicht bewegen, bis das Männchen sie loslässt. Und das ist wohl vor allem, warum, das wird hier nicht ausgeführt, bei den jüngeren Weibchen eine sehr erfolgreiche Strategie. Das ist eine sehr erfolgreiche Strategie bei den jüngeren, bei den älteren Weibchen nicht so unbedingt. Aber ich fand's schon mal sehr bemerkenswert, sehr, sehr lustig auch. Könnt ihr euch vorstellen, das wäre auch was für die Menschheit, für die Frauen? Also, um mich abzuschrecken, definitiv, weil ich hätte dann auch keinen Bock mehr mit so einem Lappen da, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein paar Verrückte gibt, denen das einfach egal wäre oder vielleicht die es sogar anmachen würde. Also ich glaube, bei den Menschen könnte das auch schwer nach hinten losgehen, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube, da ist ein klares Nein doch einfach am Ende des Tages zielführender. Ja, die Freunde der Nekrophilie sind dann natürlich dann, glaube ich, direkt vorne dabei. Ne? Also die werden ja wahrscheinlich dann deutlich motivierter also, sein. Schatz, kannst du heute noch mal eine Leiche spielen? Kannst du aber die Leiche geben? Ich bin tot. Ich hole auch mal schnell Eis, damit du kalt bist. Genau. Ja, also es wäre ja auch irgendwie so ein bisschen befremdlich. Ja, ich meine, stell dir vor, irgendwie du das, also ich weiß jetzt nicht, aber so die Situation, du lebst mit der Frau sogar zusammen und dann du hast Lust und du fängst an, sie irgendwie zu bezirzen und plötzlich fällt sie quasi auf den Boden, streckt alle Viere von sich, atmet nur noch schwer und dann gar nicht mehr, verdreht die Augen. Im Tierreich kann ich mir das total gut vorstellen, dass das klappt. Also wahrscheinlich stimmt es nicht ganz, dass Tiere nur zu Fortpflanzungszwecken kopulieren, aber wahrscheinlich steht das da schon noch mehr im Mittelpunkt als bei den Menschen. Und wenn der Typ, der will sich halt fortpflanzen, da sucht er sich eine geile Grasfroschfrau und sagt, hier, der mache ich hier meine kleinen Kaulquappen da rein. Und dann stellt die sich tot. Und dann denkt er, oh, die ist tot. Da funktioniert das mit der Fortpflanzung ja gar nicht. Muss ich mir eine suchen, die lebt. Sonst bringt das ja nichts. Und dann geht er halt weg und guckt woanders. Und da könnte ich mir erklären, so ganz laienhaft, ich bin ja nicht der Rainer und kein Biologe, dass das auch so ein bisschen funktioniert. Aber bei Menschen, wie gesagt, glaube ich, ist es kein guter Tipp in aller Regel. So, gerade in so Situationen, wo man vielleicht überhaupt keine Lust hat oder ja, keine Ahnung, aus welchen Gründen da auch zum Sex animiert wird, würde ich einfach sagen, nein und lass es bitte. Und dann auch erwarten, ja, dass natürlich das Gegenüber das auch respektiert. Das ist ja das Wichtigste. Ja, ja, ja. Also was auch eine lustige Strategie ist, das ist die dritte im Bunde hier in dem Beitrag, ist, dass die auch typische Rufe von Männchen nachahmen. Also, Überraschung. Das finde ich jetzt auch wieder lustig. Das ist auch eine Strategie. Damit wird es nämlich auch los. Also es sei jedem gegönnt, aber wenn du dann auf einmal feststellst, ups, the girl is a boy. Nee. Ja, das stelle ich mir jetzt auch gerade strange vor. Also
Da stelle ich mir jetzt gerade vor, irgendwie so Situationen, so wie bei Ghostbusters oder bei irgendwelchen Filmen, wo dann plötzlich aus einer Frau eine sehr fremdartige Stimme rauskommt. Also eher abschreckend. Ja. Abschließend vielleicht noch als allerletzt zu dem Beitrag, was ich auch noch krass finde bei den Grasfröschen. Es gibt einen sehr großen Männerüberhang und die Weibchen, da kommt es nicht selten vor, dass da dann plötzlich mehrere Männchen auf ein Weibchen draufspringen. Das nennen die hier Paarungsball. Also bei uns nennt man es wahrscheinlich Gangbang, aber hier Paarungsball. Und der endet für Weibchen häufig tödlich. Irgendwie nicht so schön. Aber verständlich. Also, ja. Also der, das ist dann echter Tod, nicht gestellt. Ja, oh Mann. Natur ist schon krass teilweise. Ja, ja, ziemlich krass. So viel zu den Grasfroschfrauen. Also, um es nochmal abzuschließen, wir raten Frauen, die keine Lust auf Intercourse haben, einfach zu sagen: Nope. Nope, nope, nope. Endlich konnte ich den mal raushauen. Ja. Sensationell. Da war jetzt sogar die männliche Stimme dabei. Also das klappt dann auf jeden Fall. Ja. Wenn du mit ja. der Stimme sagst, nope, dann so, oh, okay. Ich habe mich in der Adresse getäuscht. Ja, die Grasfroschfrau. Also ich finde, das müssen wir dem Prollo mitgeben. Das muss in den Titel. Grasfroschfrau. Das ja, ist auf jeden Fall auch ein schöner Zungenbrecher. Ja, Grasfroschfrau. Bisschen übel schnell sprechen, genau, Grasvorschau. Ja, ich, was ja manchmal auch die, wie soll ich sagen, die Chancen erhöht, ist ja Abnehmen. Bei dem einen oder anderen Männchen, jetzt nicht bei den Grasfröschen, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht bei den Menschen, um die Chancen zu erhöhen. Und da bin ich so ein bisschen bei der Abnehmspritze, die ja jetzt seit einigen Wochen im Verkauf ist, quasi. Und ja, man nimmt dadurch ab. Also die Idee des Wirkstoffes ist, also der ist ursprünglich eigentlich ein Mittel gegen Diabetes. Und die Abnehmspritze sorgt quasi bei demjenigen, der sich spritzen lässt, für ein Völlegefühl. Und dadurch essen die Patienten auch weniger. Das ist so die Funktionsweise dieser Spritze, sage ich jetzt mal. Und ich will jetzt gerade darauf hinaus, ob das jetzt auch funktioniert, sprich, dass man damit abnimmt oder was auch immer, sondern es gibt da ganz spannende Effekte, weil Walmart ist ja der größte oder auch wichtigste Einzelhändler weltweit. Und was Walmart halt auch sehr genau macht, ist, seine Kunden statistisch zu erfassen, also sprich das Kaufverhalten etc. etc. Und da sind die sehr, sehr gut drin, um das zu analysieren und auch Verhaltensmuster zu erkennen und daraus auch Trends zu entwickeln. Und Fakt ist, dass tatsächlich Kunden der Abnehmspritzen tatsächlich weniger und kalorienärmere Lebensmittel kaufen. Und das sich auch bei Walmart in den Verkäufen niederschlägt. Das heißt also, dadurch werden tatsächlich bestimmte Nahrungsmittel deutlich weniger gekauft bei Walmart. Und das hat wiederum zur Folge gehabt, und das fand ich also am grellsten, dass Kurse von mehreren größeren Unternehmen, also auch so wie McDonald's, Starbucks etc., dass die und auch Kellanova, die stellen Kellogg's und Pringles her, Pepsi und Chips und so weiter, Kraft Heinz Ketchup, dass die tatsächlich abrutschen in ihren Börsenkursen. Das heißt, das kostet die wahres Geld, dass plötzlich da Leute weniger zu sich nehmen durch diese Abnehmspritzen und da dann die Börsenkurse abrauschen. Das finde ich einigermaßen bizarre Zusammenhänge, muss ich gestehen. Bestätigt aber irgendwie so diese Theorie, die wahrscheinlich keine Verschwörungstheorie ist, dass die Industrie auch mit diesen ganzen Zuckern und so sehr stark auch versucht, die Leute halt tatsächlich ans Essen zu bekommen. So diesen Heißhunger immer wieder zu schüren. Ne? Da sind ja viele Appetizer, sag ich mal, in diesen
gerade in den industriellen Essen drin, dass du ständig Hunger hast. Und, ja, genau, das war. Ja, wenn du das wegspritzt, ist natürlich doof. Ja, genau. Und jeder Ernährungsberater sagt jetzt gerade diese hochverarbeiteten Lebensmittel. Also eben nicht, wenn du eine Gurke kaufst oder eine Paprika oder was weiß ich, dann ist das kein Problem. Aber wenn du eben dann diese hochverarbeiteten Lebensmittel kaufst, die nun sonst was dann auch sein sollen, dass da natürlich auch Stoffe drin sind, die dich immer wieder dazu anreizen, immer mehr zu essen, immer weiter zu essen. Und das wird jetzt durch diese Abnehmspritze unterbrochen, was ich dann echt ein bisschen bizarr fand. Und im Umkehrschluss, und das ist dann auch wiederum ganz witzig, dass tatsächlich das Unternehmen, was ja diese Abnehmspritze auf den Markt gebracht hat, dass die im Prinzip aktuell an der Börse mit rund 400 Milliarden Euro bewertet werden. 400 Milliarden Euro, genau. Und das ist so geil. Also das ist ein dänisches Unternehmen. Das ist dänische Wegovy and Ozempic-Hersteller, keine Ahnung, so heißt der Dings. Und dass das geil ist, ist halt nicht nur, dass dadurch das wertvollste Börsenunternehmen in Europa, sondern, und das ist dann auch wiederum, ohne den Pharmaziesektor befände sich die dänische Wirtschaft in einer Rezession. Sie wäre im vergangenen Jahr um 15% geschrumpft. Und nur dieses Unternehmen hat quasi dafür gesorgt, dass das Wirtschaftswachstum in Dänemark 1,2% im Plus ist. Und das finde ich auch unfassbar interessant. Das ist ja Wahnsinn. Also jetzt nicht nur wegen dieser Branche, sondern diese Branche wird quasi komplett repräsentiert von diesem einen Unternehmen. Also dieses Novo Nordisk heißt das, das ist dieses Wegovy, diese Arznei, diese Abnehmspritze ist Wegovy and Ozempic, und der Hersteller heißt Novo Nordisk, das ist ein dänisches Unternehmen, Pharmaunternehmen, und die sind da völlig eingeschlagen mit am Markt und haben im vergangenen Geschäftsjahr mehr als 23 Milliarden Euro eingenommen und davon, also 26% mehr als in den Jahren davor, etc. und riesige Gewinne eingefahren. Der Konzern wurde, wie gesagt, mit 400 Milliarden Euro bewertet, was enorm ist. Und eben ohne diesen Pharmaziesektor würde sich die dänische Wirtschaft in einer Rezession befinden. Das finde ich schon auch echt irre mit was. Und das im Prinzip basiert das auf ganz, ganz wenigen Mitteln quasi, ne? Und ganz, ganz wenigen Dingen. Nur mal so am Rande zu informieren. Also die Abnehmspritzen. Das war nämlich meine Frage, ja. Also in USA kosten die Abnehmspritze im Monat $1,400 und in Europa 300 Euro pro Monat. Ich weiß nicht, wie viel du davon verabreicht, Chris, ob du jetzt jeden Tag eine kriegst. Ja gut, in Amerika brauchst du das wahrscheinlich mehr als hier in Europa, so allein so von der Ausgangssituation. Aber war das in den USA jetzt pro Jahr oder pro Monat? Pro Monat. Pro Monat. Aber woraus besteht denn diese Spritze? Also das muss ja dann was ganz Neuartiges sein. Früher hat man da diese Gummibänder eingelegt und Magenverkleinerung gemacht. Und wenn du jetzt quasi das von außen reinspritzen kannst, dass du denselben Effekt hast, ist das natürlich schon eine heiße Nummer, die es scheinbar so vorher noch nicht gegeben hat. Aber wie wirkt das? Und gibt es da irgendwie nicht auch gesundheitliche Bedenken? Natürlich gibt es gesundheitliche Bedenken. Also es ist zum Beispiel so, dass in vielen Fällen die Leute, die das haben, auch Übelkeit und Erbrechen irgendwie haben. Und Langzeitwirkungen kann dir noch kein Mensch sagen, weil das Produkt ist ja erst seit kurzem auf dem Markt. Der Wirkstoff heißt Semaglutid. Und wie gesagt, ich hatte es am Anfang gesagt, der wurde ursprünglich zur Behandlung von Diabetes entwickelt. Und bei diesen Behandlungen für die Diabetiker hat sich gezeigt, dass die Patienten immens Gewicht verloren haben. Und dann hat der Wirkstoff überhaupt erst richtig Geld gebracht, weil dann haben sie halt gesagt, okay, das ist eine Abnehmspritze, also quasi. Und wie die Reise da weitergeht, kann dir kein Mensch sagen irgendwie. Das ist schon wie so häufig so eine zufällige Entdeckung, ne? Es ist ja nicht selten so, dass ein Medikament für irgendeinen Zweck erfunden wird und dann für einen ganz anderen Zweck einschlägt. Genau. Und noch jetzt so ein bisschen nochmal. Rein zufällig bin ich bei den Worten Spritzen und heiße Nummer auch hier dazugekommen und begrüße euch recht herzlich. Sehr schön. Hi, Paulo. Und ich habe noch eine kleine, damit will ich jetzt aber meinen Statistik-Part 1 auf jeden Fall abschließen.
dass solche Abnehmspritzen oder der Trend zu Abnehmspritzen ja auch einen positiven Effekt haben könnte. Eine Investmentfirma hat ausgerechnet, das ist jetzt aber nur berechnet, dass eine Fluggesellschaft wie United Airlines ungefähr im Jahr 80 Millionen Dollar sparen könnte, wenn das Durchschnittsgewicht der Passagiere im Mittel um 5 Kilo sinken würde. Das heißt einfach, wenn die Leute alle ein bisschen schmaler werden, würden die natürlich deutlich weniger Kerosin verbrauchen, etc., etc. und alles, was damit zusammenhängt. Ich nehme auch an, die Sitze würden weniger schnell verschlissen und müssen seltener ausgetauscht werden und so weiter und so fort. Ist schon manchmal grell, wenn man das so sich mal... Es müssten doch Volkswirte mal berechnen, nach all dem, was du jetzt hier gebracht hast, müssten Volkswirte mal berechnen, was eigentlich passiert, wenn die Menschen tatsächlich A, weniger essen im Schnitt und B, dadurch dann auch leichter werden, was das für die Volkswirtschaften bedeutet. Denn du hast ja schon gesagt, Börsenwerte gehen runter von den Firmen, die typischerweise dann weniger verkaufen Lebensmittel. Und jetzt die Geschichte mit den Flugzeugen, das ist ja hochinteressant. Ja, deswegen. Also ich finde das auch spannend und wie gesagt, fand es halt auch irre, dass hier das ja an ganz anderer Ecke irgendwelche unmittelbaren Effekte gezeigt hat. Also das ist ja schon so. Also ich hätte jetzt auch gar nicht anscheinend auch gerade in den USA sehr viele diese Abnehmspritze auch zu nehmen. Also auch dieses Geld in die Hand zu nehmen, um da um dann per Spritze abzunehmen. Weil ich meine, wenn es jetzt nur drei Leute machen, also dann wird es Walmart kaum merken. Also ich meine, die haben ja nicht nur einen Krämerladen mit 70 Besuchern oder Einkäufern am Tag, sondern das ist ja nun wirklich eine Riesenkette. Das heißt, die merken das ja erst dann, wenn wirklich auch einige Leute das dann tun. Aber das fand ich extrem spannend. Ja, die Gesundheitssysteme würden ja auch entlastet, weil ja bekanntlich die Gesundheitsrisiken höher sind, wenn man übergewichtig ist. Also das hat ja richtig Potenzial, die Geschichte. Unbedingt. Naja, wie gesagt, aber ob dann vielleicht dann Folgekrankheiten entstehen, die dann wieder Probleme bereiten durch die Abnehmspritzen, das sei jetzt dahingestellt. Das ist dann vielleicht für die Podcast-Folge 4203. Da kann man das daran dann vielleicht nochmal aufbauen. Daran forscht jetzt wahrscheinlich Heinz Ketchup und Nestle, um die unangenehmen Nebenwirkungen mehr in den Fokus zu bringen. Genau. Naja, so. Rollo, dann begrüßen wir dich nochmal ganz offiziell. Kann man mich denn jetzt schön hören? Dich kann man schön hören. War es schön im Schwimmbad? Wir haben gesagt, du planschst noch. Ja, wir planschen schön und jetzt morgen geht es leider schon wieder zurück. Aber das Wetter war die Woche tatsächlich hervorragend. Dafür, dass wir uns hier im östlichen Frankreich bewegen. Mhm. Ja, und da dachte ich, rufe ich mal kurz durch. Sehr schön. Und, doch kommst du sicherlich nicht mit leeren Händen. Ich habe tatsächlich eine ganze Kiste gepackt an Zeug und werde das sicherlich dann in den handelsüblichen Dosen kredenzen. Ich meinte zwar eigentlich deine Geschichte, aber das ist nett, dass du auch an unser kulinarisches... Ich bin leider gerade auf Abnehmspritze, also mich wirst du nicht... Nee, kein Problem. Ich habe tatsächlich jetzt für heute was dabei und ich verspreche euch auch das wohlgelobte Bier. Ich habe jetzt auch schon 1, 2, 3 getrunken. So, ich habe tatsächlich eine Kleinigkeit dabei und zwar aus dem Stern beziehungsweise aus der Rubrik noch Fragen, wo die Sternnutzer sich gegenseitig Fragen stellen dürfen. Man kennt das ja auch von anderen Webseiten, gutefrage.net und so. Und dann darf darauf geantwortet werden. Und ich wollte euch heute eine Frage vom Amos mitbringen. Die ist zwar leider schon von 2015, aber ich finde, die ist heute auch noch top aktuell. Und der Amos hat sich wirklich eine Zeit lang sehr ausgiebig in diesem Forum ausgetobt. Der stellt tatsächlich die guten Fragen, wie ich finde. Also warum werden nun in US-Filmen die Autotüren immer nur zugeknallt und nicht abgeschlossen? Ist, finde ich, eine sehr essentielle Frage. Oder auch, womit pflege ich am besten Marmorfensterbänke? Einfach feucht abwischen oder Spezialpflege? Ja. Und manchmal geht es auch so ein bisschen... Vielseitig interessierter Mann. Ja, oder ist Usain Bolt der Lance Armstrong der Leichtathletik? Oder wie sind seine Siege zu erklären? Also mit anderen Worten, dopt er. Fragt er, ob er dopt. Wer weiß. Also ich bringe euch heute aber eine Frage mit, die mich bewegt hat. Ich bin zwar kein Veganer, aber dennoch, die Frage lautet, dürfen Veganer in den Puff? Es handelt sich doch um Fleischeslust, oder? So,
Und ja, was sagt ihr denn dazu? Spontane Reaktionen. Na gut, also vom Wording her ist es eine nette Frage, aber wenn man dem Ganzen auf den Grund geht, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass auch der handelsübliche Veganer in den Puff geht. Der darf ja halt nur nicht abbeißen. Das ist erstaunlich gut zusammengefasst, denn tatsächlich lautete die erste Antwort ähnlich. Ich glaube, du verwechselst die Lust auf Fleisch mit der Lust des Fleisches. Also, sie dürfen in den Puff, aber sie dürfen keine Prostituierten beißen. Gut, das darf sowieso niemand, aber bei Veganern kommt halt noch die innere Einstellung dazu. So, ansonsten unter ferner Liefen, da kommen tatsächlich jetzt auch so ein paar durchaus interessante, eher unangenehme Fragen auf, wie sind denn im Puff alle freiwillig? Also da meine ich vor allem auch das Personal. Ja, und hier aber tatsächlich auch das Thema Ausnutzung. Und der Mensch ist ja auch nur ein Tier, ne? Und kritisch wird es erst, sagt hier ein Nutzer namens HP Herzl, wenn ich als Veganer einen Lederfetisch entwickle. Da hat er natürlich vollkommen recht. Hm. Besser Latex. Und, genau. Insofern, weiß ich nicht. Also ich stell mir das Sternforum eigentlich komplett genau so vor, wie jetzt hier dieses eine Thema. Und hier ist noch einer, der Herr P. Herdl schon wieder, der scheint auch sehr emsig zu sein. Und der ist offenbar hat er was gegen Veganer, denn er schreibt, vielleicht sollten sie sogar, nur weil so viele in ihrer Ideologie verklemmte Menschen, die nicht loslassen können, egal in welcher Beziehung, sind, um es mal mit Robin Williams in Good Morning Vietnam zu sagen, in more dire need of a blowjob than any white man in history. So, also der hat offenbar auch ein paar Komplexe zu verarbeiten. Und ansonsten sagt er auch, wenn ein Veganer anfängt, sich solche Fragen zu stellen, ist wirklich etwas schiefgelaufen. So, also die durchaus ja nicht ganz, also nicht völlig debile Frage, ja, das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Aber wie das so ist in so einem Forum, da kommen dann halt die solche Fragen ziehen halt auch die besonders klugen Beiträger tatsächlich an. Mm. So, Mensch, wisst ihr Bescheid? Amos. Das ist eine Frage, die, ja, weiß ich nicht. Also hier ist noch eine weitere Frage. Bei Edeka gibt es heute ein Kilo Schweinenacken für 2,77. Ist das nicht zu billig? So. Ja, definitiv. Also, ich weiß gar nicht, was ihm widerfahren ist, dass er irgendwie 2016 hat das emsige Fragen aufgehört. Vielleicht hat er auch ein Hobby gefunden. Na gut. Es gibt auch noch so ein amerikanisches Format. Wie heißt denn das noch, wo auch so Fragen gestellt werden? So ein amerikanisches Pendant dazu. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Internet. Müsste ich. Ich habe ja kein amerikanisches Internet, ich bin ja in Frankreich. Ja. Hast du es mitgenommen nach Frankreich? Ja. Ach ja. Oft werden Allradfahrzeuge als 4x4 bezeichnet. Wären das nicht 16? So viele Reifen hat doch kein PKW. Oh Gott. Das ist ja alles besonders schlau. Ich weiß es auch nicht, das sind so Leute hier. Hier, Quora Digest. Wer kennt das? Quora Digest. Ist das Gleiche. Das ist nur von Google oder so. Ich weiß nicht, wie ich da mal auf dieser Liste gelandet bin. Da steht hier Top-Beiträge für Ben. Kriege ich an meine Gmail-Adresse immer. Und dann, wie viel verdient ein Kebab-Shop monatlich? Und dann antwortet Joachim Ducht: Ich kenne einen Dönerladen, der verkauft ca. 700 Döner am Tag, Kalb und Huhn, zu 7 Euro. Und das 7 Tage in der Woche. Das macht hier rundet 34.500 Euro, 137.200 im Monat, nach Abzug und so weiter. So geht das dann immer weiter. Und ist die AfD wirklich eine Alternative für Deutschland, fragt hier einer. Und dann beantworten das, spürt man es, wenn man bald stirbt? Trägst du oft keinen BH? Weiß auch nicht, warum das jetzt wichtig ist. Wie würde ein IQ von 500 oder 1000 aussehen?
Das ist ja noch schlauer als das, was der Prollo vom Stern berichtet hat. Ja, tatsächlich. Also das ist wahrscheinlich, richtet sich das auch an Leute, die zu doof sind, Reddit zu bedienen. Aber auch da findet man durchaus wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeinte oder auch einfach fehlgeschlagene Fragen. Für den Stern gibt es wahrscheinlich nicht so einen Spruch wie beim Spiegel, wo es heißt, Spiegelleser wissen mehr. Beim Stern ist dann irgendwie... Sternleser sitzen im Arztbehandlungszimmer. Nee, im Wartezimmer. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Wann habt ihr denn das letzte Mal Stern gelesen? Ja, also online ist das, oder? Ja, ein steter Lieferant von Qualitätskuriositäten. Ja. Also bei mir im Feed lese ich das regelmäßig tatsächlich. Den Stern als solchen lese ich nicht so oft mehr. Meine Eltern hatten den früher tatsächlich im Abo. Und da habe ich natürlich immer gelesen, da waren auch hier Tetsche und so, da gab es so ein paar Lieblingscomics von mir immer auf bestimmten Seiten. Aber seitdem es die nicht mehr gibt und ich nicht so häufig zu Ärzten gehe, habe ich relativ selten einen Stern in der Hand. Ja. Dem kann ich mich anschließen. Ich mich seitdem auch. Gary Larson da nichts mehr veröffentlicht, ist es dann auch an der Stern seine Berechtigung verloren. So, Jungs, wir waren ja jetzt schon vegan im Puff und haben gelernt, Prollo, das musst du dann nachhören, wie man als Grasfroschfrau ungewollten Sex vermeidet, was man da alles machen kann. Und dann bin ich heute so spontan beim Lesen über eine Überschrift gestolpert, wo ich ganz viele Assoziationen gekriegt habe und dachte, da muss man mal schauen. Und ich lese euch jetzt erstmal nur die Überschrift vor und frage euch dann ein wenig, woran ihr da denkt, wenn ihr das lest. Zitat: Beim Eierkratzen kann ich herrlich entspannen. Jetzt grinsen sie alle, keiner will was sagen. Also dann sage ich mal, woran ich, habe es extra nochmal aufgespielt, woran ich gedacht habe, ist der hier natürlich. 80% von euch und ich kauen sich auch mal an den Eiern und daher ist alles gut. Tja. Denkt man dann ja so, ne? Ganz normal. Aber was könnte es noch sein? Wir sind ja eine seriöse Sendung geworden. Der Yogi. Hat nichts mit dem Yogi zu tun. Also Eierkratzen, beim Eierkratzen kann ich herrlich entspannen. Sagt so eine Sportart. Sagt eine 60-jährige Dame, wohlgemerkt, aus Österreich, Wilma Ziesel, die seit 40 Jahren Eier kratzt. Okay, ist das eine Kunst? Irgendeine Kunstform? Der Prollo, ich wünschte, man könnte dieses verschmitzte Lächeln irgendwie festhalten. Aber Kunst ist schon nicht schlecht. Eierkratzen. Keine Ahnung. Irgendwelche Stopfeier oder sonst irgendwas, oder? Nee. Das ist tatsächlich ein Kulturgut. Ein aus Kroatien stammendes Kulturgut. Und das steht unter Umständen sogar kurz davor, zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt zu werden. Nämlich die Kultur des Eierkratzens. Also man muss es halt immer wieder auch mal betonen, des Eierkratzens. Und nein, Jogi Löw übt es nicht aus. Denn tatsächlich, was man da macht, ist, man kratzt Muster in Eier. Also in Hühnereier, Eier aller Art. Hat das schon oft gemacht. Man kratzt quasi, man bemalt die nicht. Das ist natürlich an Ostern insbesondere wird das gemacht. Und ich habe das auch schon gesehen, wie das dort gemacht wurde, habe ich an dem Nachhinein entdeckt. Und das ist ganz toll. Also die kratzt, ich halte das mal in die Kamera, die kratzt die Muster in die Schale der Eier, macht dann ein kleines Loch rein und saugt die aus und so. Also wenn ich das jetzt so vorlese, wie das da geschrieben ist, dann hätte man auch wieder ein bisschen frivol denken können. Und ich wollte euch eigentlich noch mit dem Zitat hier, shit, ich wollte euch eigentlich noch auf den Holzweg ein bisschen lassen, weil sie wird ja auch noch zitiert.
Mit dem Kratzen habe ich vor über 40 Jahren begonnen, als ich geheiratet habe. Erste Versuche wagte ich schon als Kind, als ich meiner Mutter über die Schulter schaute. Also wenn du in der falschen Assoziation bist und denkst, okay, ist eine Frau, die an den Eiern kratzt, dann passt es ja alles immer noch. Und dann steht unten drunter Eierkratzerin Wilma Ziesel. So als Gattungsbezeichnung. Also die Eierkratzerin Wilma ist eine Meisterin ihres Faches, wirklich, und die kratzt diese Muster da rein. Und in die farbigen Eier? In die nicht farbigen Eier, und dann werden die wohl gefärbt, und dadurch, dass die Schale an der Stelle dann quasi, das ist ja Kalk, stark kalkhaltig, quasi weggekratzt ist, oder die Oberfläche, man muss das ganz vorsichtig machen, damit die nicht zerbricht, entstehen dann halt, ich kann es auch mal ein bisschen, kann ich das größer machen, entstehen dann halt sehr schöne Muster, die hier, also quasi das, was da weiß ist, ist reingekratzt, und dann färbt die das Ei, und dort, wo die Schale weggekratzt ist, so verstehe ich das, oder sie färbt es vielleicht auch vorher und kratzt es dann rein, aber dass die kratzt quasi die Schale so an, dass nur das Weiße, auch braune Eier sind ja auch weiß unter der braunen Farbe, zu sehen bleibt. Und das ist also wirklich kunstvoll. Das verlinkt das natürlich, und da werdet ihr sehen, das Eierkratzen ist wirklich eine kunstvolle Angelegenheit. Aber ich fand es so witzig, weil da stand irgendwie, beim Eierkratzen kann ich herrlich entspannen. Da habe ich dann erst so einen fetten Typen mit Bierdose und Unterhemd auf dem Sofa sitzen sehen, der den ganzen Abend sich die Eier kratzt und herrlich, ist das herrlich. So, ne? Und dann las ich von Wilma, und die Wilma, die seit 40 Jahren, seitdem sie verheiratet ist, Eier kratzt und früher ihrer Mutter beim Eierkratzen über die Schulter geschaut hat, da habe ich gedacht so, was will mir diese Geschichte sagen? Ja, wäre das was für euch, das Eierkratzen? Ja, ich glaube, da muss man ganz schön fingerfertig sein, dass man die Eier nicht beschädigt. Naja, wenn sie noch nicht, sie pustet sie später erst aus, ne? Ja, genau, sie saugt sie eigentlich aus. Ja. Sie saugt die Eier leer. Der Sammer hat extra jetzt pusten gesagt, um das Wort Blasen zu vermeiden. Und jetzt reißt du es wieder ein. Pusten und Saugen sind nun mal unterschiedliche Vorgänge, ja. so wie Pull und Push. Also es tut mir leid. Ja, es saugt und bläst der Einzelmann. Obwohl die sonst nur blasen kann. Ja, oh Mann, also das ist mein nächster Tagesordnungspunkt. Ich muss hier noch eine Flasche Wein leeren. Ja, was denn? Ja, also ich kann mir vorstellen, dass das schon für jemanden, der künstlerisch da eine gewisse Affinität hat, tatsächlich so ganz nett ist. Ich wäre, glaube ich, einfach, also ich weiß nicht, ob ich begabt genug wäre. Das ist ja halt doch sehr, so ein Ei ist ja nicht besonders groß, geht ja nicht um Straußeneier. Also ob ich da filigran genug arbeiten könnte, ich wage das zu bezweifeln. Kannst du ja erst mal mit Kokosnüssen anfangen. Also insofern. Ja. Also wir müssen schon ein bisschen ernst bleiben, das Eierkratzen, ne, Kulturgut, was vielleicht sogar Weltkulturerbe wird, und um das nochmal korrekt darzustellen, ich habe es nochmal gerade nachgelesen, also die nimmt die Eier, macht ein kleines Loch raus, saugt oder pustet oder wie auch immer die aus, schreibt dann auch, dass die Inhalte dann auch natürlich gebraten oder an Nachbarn verschenkt werden, also die schmeißt das nicht weg, das eigentliche Ei, dann hat sie im Endeffekt ein ausgeblasenes, ausgepustetes Ei da, das färbt sie dann, und dann wird das in die Farbe reingekratzt, wird quasi die Schale leicht angekratzt, dass da die weiße Kalkschicht zu sehen ist, und dann kratzt sie da ganz vorsichtig Muster rein, und da musst du ja in der Tat sehr vorsichtig sein. Stell dir vor, du hast das sind aufwendige filigrane Muster, die sie da reinmacht, wenn du dann bei dem letzten Blättchen, was du da irgendwie reinritzen willst, einmal zu fest drückst, dann krack, ist es ja weg. Kannst es vergessen. Also, mich wird das tatsächlich nicht entspannen, aus dem Grund. Mich wäre es auch nichts. Also zum Entspannen auf jeden Fall nicht. Ja. Sehe ich auch so.
Ja, ich glaube, ich kann mir das schon vorstellen, dass das entspannt ist, weil du halt so, so wirklich, also wenn, anders gesagt, wenn du verspannt das machst, dann gehen die Eier garantiert kaputt, könnte ich mir vorstellen. Also du musst ja zwangsläufig so ein bisschen relaxed sein, um das Ding nicht zu beschädigen. Aber gut, könnte man mal probieren, Eier kratzen. Hätte auch gut in unsere Oster-Sonderfolge von, wann haben wir das eigentlich, dieses Jahr gemacht oder war es letztes Jahr? Weiß war dieses Jahr, aber nächstes Jahr ist ja auch wieder Ostern. Ja, aber jetzt einfach, dass wir nochmal selbstreferenziell hier so alte Folgen hochpushen. Also Oster-Sonderfolge, das Eier-Special von Voll in die Presse irgendwann im April oder so 2023. Zieht ja, es euch rein. Weltklasse-Folge. Gut, ich muss mal gerade zum Kühlschrank. Wir wollten ja heute eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber haben noch ein bisschen was zu erzählen, was wir hier angeteasert haben. Ja, ich kann ja direkt weitermachen. Das dauert auch nicht lange. Ich habe ja gesagt, wenn wir die Zeit haben, dann erzähle ich noch kurz was zu vollgedröhnten Spinnen. Und zwar, also die Wissenschaft ist ja tatsächlich ein spannendes Gebiet und die sind sich ja auch für keine Experimente zu doof. Und die sind auch hingegangen, also die NASA zum Beispiel, und hat Spinnen unter Drogen gesetzt und haben sich dann angeguckt, wie die Netze dann aussehen, die die bauen. So, jetzt sind wir ja leider kein Videopodcast, sondern nur ein stinknormaler zum Hören. Und deswegen ist jetzt meine grandiose Aufgabe, euch das halbwegs anschaulich rüberzubringen. Es ist echt lustig. Also, die haben der Spinne zum Beispiel Speed gegeben. Die Spinne hat sehr schnell losgelegt, ist aber extrem planlos vorgegangen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, da ist ein Spinnennetz mit wirklich vollkommen, wie wenn jemand ein Spinnennetz malen wollen würde, der aber irgendwie, keine Ahnung, mit 40 Fieber und Reizhusten am Blatt sitzt. Also völlig verzogene Linien, riesengroße Flächen freigeblieben und alles krumm und schief. Also das würde man kaum noch als Spinnennetz identifizieren, wenn man es sich angucken würde. Dann, hochinteressant fand ich, das Spinnennetz der Spinnen, die sich LSD reingepfiffen haben, nämlich die haben extrem sauber diese von der Mitte nach außen strahlenförmig gehenden Fäden haben sie wunderbar, also fast wie mit einem Lineal gezogen gemacht, aber sie haben komplett die Querstreben vergessen. Also es sind nur diese sternförmigen Fäden zu sehen. Keine, die so einmal im Kreis rundlaufen. Also da wird die Spinne wahrscheinlich nicht viel fangen. Bei Marihuana, da sieht es so ähnlich aus wie bei dem ersten Beispiel, das ich genannt hatte. Auch sehr chaotisch, mit großen Löchern drin, und so weiter und so fort. Also da hat auch eine Fliege oder Mücke gute Chancen durchzukommen. Jetzt könnt ihr mir mal sagen, Mescalin, was ist das genau für eine Droge? Könnt ihr das genauer zuordnen? Habe ich gerade nicht da. Keine Ahnung. Hast du gerade nicht im Angebot? Also wenn ihr jetzt zu Mescalin nichts weiter bei tragen könnt, da ist interessant, dass das Spinnennetz eigentlich so aussieht, wie es aussehen sollte, aber es ist nur zur Hälfte fertig. Also die Spinne. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich bei Marihuana erwartet, dass sie da einfach sagen, oh, eingeschlafen. Ja. Also Mescalin steht hier, das sei ein Alkaloid, das unter anderem in der Kakteenart Peyote vorkommt, die vor allem in Mittelamerika und im Süden wächst. Also es scheint eine Naturdroge zu sein, die psychedelisch und halluzinogene Wirkung hat. Ah ja, war ja klar. Hätte man sich auch denken können. Ja, genau.
Ja, also was war denn die Idee hinter dieser Experimentierreihe? Also was wollte die NASA denn damit beweisen? Also ursprünglich wollten die wohl tatsächlich gucken, ob sie was finden, mit dem die Spinnen dann sofort loslegen, also sofort sich an die Arbeit machen. Aber sie haben irgendwie womöglich nicht so unbedingt damit gerechnet, dass dann die Ergebnisse komplett unterschiedlich aussehen. Aber viel, viel genauer kann ich jetzt nicht sagen. Ich gucke gleich nochmal, ich bin jetzt hier gerade bei den Bildern, ich gucke gleich nochmal, es gab noch von Quarks nochmal einen Beitrag dazu, kann ich nochmal gleich reinschauen, ob ich dazu nochmal einen weiterführenden Satz finde. Aber also bei der NASA, da stand halt, das war sozusagen die Idee eigentlich zu gucken, ne, fängt die Spinne vielleicht, die sitzt ja nicht den ganzen Tag rum und spinnt Netze, sondern können wir die dazu animieren, dass sie sofort loslegt. Und das war aber dann am Ende des Tages gar nicht so der Fall, sondern eher, dass die Netze komplett schrottig oder unterschiedlich zumindest aussahen. Was ich noch ganz interessant finde, so jetzt sind wir hier nämlich beim Koffein angelangt. Und Koffein finde ich deswegen interessant, weil wir uns das ja relativ routinemäßig zu uns nehmen. Und Leute, ich kann euch sagen, ich habe hier, wenn man sich diese Bildergalerie durchgesehen hat, man hat ja viele verrückte Netze gesehen. Aber Koffein, das ist kein Netz. Das ist ich weiß nicht, wie man es sagen soll, ein Desaster. Das ist ein totales Desaster. Also das schlechteste Netz im Prinzip von allen ist das unter Einfluss von Koffein gefertigte Netz. Ihr könnt euch jetzt natürlich mal überlegen, ob das irgendwelche Rückschlüsse vielleicht für euch, die ihr ja auch Koffein zu euch nehmt, ob ihr da irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnt. Aber das ist völlig im Eimer, völlig missraten. Ja, ja, genau. Wenn du Kaffee hast, was brauchst du denn da fliegen? Ja, stimmt eigentlich, so kann man es sehen. Jetzt das abschließend wenig überraschendes Ergebnis. Sie haben tatsächlich den Spinnen dann auch Schlafmittel gegeben. Anfangs sah das Netz noch ziemlich normal aus, allerdings ist die Spinne dann überraschungsfrei eingeschlafen und runtergeplumpst und hat das Netz nicht wirklich fertig gekriegt. Ja, was ganz interessant ist, sag mal, schön, dass du diese Geschichte hast, weil mir wurde ein Kurzinterview mit einer der Spinnen im Nachgang zugespielt, die dann mal gefragt haben, wie sie das eigentlich so fand. Heu, Kiff, Pot, Shit. Ja, danke schön. Nennt es, wie ihr wollt. Aber nach meiner Überzeugung ist es das Tor, das zur Erleuchtung führt. Also der hat's wohl gefallen, das Experiment. Sehr geil. Dem Spinnenmann. Ja, aber ich muss ehrlich gesagt auch dem Beef zur Seite springen und fragen, warum mache NASA so Sachen? Also wollen die ein Mittel finden, wo sie dann quasi spontan ein riesiges Spinnennetz erzeugen können, indem sie da gedopte Spinnen auf irgendein Gebiet loslassen? Oder ich sehe den unmittelbaren Zusammenhang nicht, oder ich habe es verpasst. Ja, ja, genau. Das war ja auch Beefs Frage. Ich habe jetzt nochmal diesen Quarks-Artikel rausgesucht und Ausgangspunkt der ganzen Geschichte war wohl, jetzt fragt mich nicht, warum die NASA sich dann unbedingt dieses Themas angenommen hat, aber laut dieses Quarks-Artikels war es so, dass die deswegen auf die Idee gekommen sind, weil ein ungeduldiger Tierfilmer nicht mehr darauf warten wollte, bis die Tiere morgens um 3:30 mit dem Netzbau begannen. So, er dachte sich, könnte man vielleicht eine Spinne nicht dazu kriegen, dass sie also, dass man sie manipuliert und sie mit dem Spinnen sofort beginnt. Ja, und wieso dann jetzt die NASA sich des Themas angenommen hat, kann ich nicht sagen. Aber es kam halt eben was ganz anderes bei raus. Also dieser Effekt mit dem bitte sofort anfangen blieb aus. Und stattdessen war es interessant zu sehen, wie die Netze aussehen.
Wahrscheinlich war die Studie am Ende des Jahres und die NASA hatte noch noch Geld in den Forschungstopf. Ja. Das musste weg, damit es nicht für nächstes Jahr gestrichen wird. Das ist und da haben die doch irgendwas gesucht, wo sie Kohle raushauen können. So wird es gewesen sein. Ja. Geld ist aber eine schöne Überleitung. Ich hätte auch noch was zum Thema Geld. Und zwar geht es um, ihr wisst es, ihr kennt es, jeder kennt es, das spanische Dorf San Lorenzo de la Parrilla. Hat ungefähr 1000 Einwohner und ist eigentlich ein ganz stinknormales Dorf oder Gemeinde, kleine Gemeinde, wie so viele. Und in Spanien ist es tatsächlich so, dass es da auch sehr viele Statistiken irgendwie gibt, aller möglichen Art. Und hier gibt es zum Beispiel, und es gibt auch die Statistik, was das durchschnittliche Einkommen aller Gemeinden mit mehr als 1000 Einwohnern ist. Und dann ist es üblicherweise so, dass diese Nobelvororte von Madrid oder Barcelona an der Spitze liegen, wo eben diese ganzen topreichen Fußballer leben und die Menschen dann auch mehr im Mittel mehr als 80.000 Euro im Jahr versteuern. Und Schlusslicht war dann in 2022 ein abgelegener Weiler in der Region Extremadura mit 12.737 Euro pro Kopf. Und jetzt sind wir wieder bei San Lorenzo de la Parrilla. Das ist ein Dorf mit 1040 Einwohnern, liegt also gerade über dieser 1000-Einwohner-Grenze, ab der die dann in der Statistik sind. Und die hatten üblicherweise in den letzten Jahren immer so ungefähr ein Pro-Kopf-Einkommen von 20.000 Euro. Und 2022 katapultierte sich das plötzlich weit höher. Da war das Durchschnittseinkommen plötzlich bei 37.335 Euro. Und seitdem ist große Aufregung. Weil jetzt fragen sich die ganzen Einwohner, wo kommt denn dieser plötzliche Reichtum her? Also ist Weizen oder Sonnenblumen besonders gut verkauft worden? Hühnereipreise, macht das Fuhrunternehmen Spitzenumsätze und so weiter und so fort? Und dann, ihr könnt es euch möglicherweise denken, hat jemand eine Idee? Na, gibt es da vielleicht irgendeinen reichen Krösus, der plötzlich zu unfassbar viel Geld kommt und den Schnitt hochzieht? Ist ja wahrscheinlich ein Mittelwert und kein Median, oder? Genau, Lotto. Genau, Lotto, das ist das Stichwort. Also sie gehen jetzt davon aus, dass es einen Lotto-Millionär gibt bei ihnen und keiner weiß, wer es ist. Das ist das Spannende. Der oder diejenige hat nämlich, die Bürgermeisterin hat sinngemäß gesagt, also es demnach, also die hat den Hinweis gegeben, dass ein einzelner Mensch in der Gemeinde 2022 ein Einkommen von mehr als 10 Millionen Euro deklariert hat. Und da ist die wahrscheinlichste Lösung, da hat jemand im Lotto gewonnen. Und jetzt ist natürlich das ganze Dorf auf den Hinterbeinen und will rauskriegen, wer das nur ist, weil der oder diejenige hat sich bislang nicht öffentlich bekannt und dazu. Das und ist, das ist einer der schönsten irischen Filme, die ich kenne und Beef nickt schon und Hank wahrscheinlich, wenn er es gerade hört, weiß auch, was ich meine. Lang lebe Ned Devine. Das ist ziemlich dieser Plot. Da ist er dann halt verstorben vor Freude und das Dorf, als es dann das dann rausfindet, fingiert dann, dass er weiterlebt, damit sie die Millionen auch kassieren, aber genau, dann kommt ja auch noch dann der Herr von der Lottobehörde dann und dieser Ned Devine, das ist eben der verstorbene Lottomillionär aus dem Dorf und den versuchen sie dann in Anführungsstrichen zum Leben zu erwecken. Das ist ein traumhafter Film, ja, kann ich auch sehr empfehlen. Also lang lebe Ned Devine, großartig. Aber hier, das ist jetzt in Spanien und wie gesagt, also da ist jetzt großes Rätselraten, wer jetzt dann noch irgendwie, jetzt wird wohl auch innerhalb des Ortes geguckt, wer nun gerade sein Haus irgendwie aufwendig renoviert oder ein neues Auto angeschafft hat oder extrem viele Amazon-Pakete bekommt. Aber bislang scheint es noch keiner rausbekommen zu haben. Tja, schön. Ich finde sowas ja witzig, weil vor allem in so einem kleinen Dorf, ne, das geheim zu halten. Genau. Ja. Also 1000 Einwohner ist schon nicht so ohne, ne? Also wie gesagt, und ist ja so ein bisschen tatsächlich auch die Frage, ne? Also wenn man jetzt irgendwie, ich war jetzt noch nie in der Verlegenheit, aber wenn man jetzt irgendwie einen riesigen Gewinn im Lotto von mir aus macht, weil bei mir geht schon los, ich spiele kein Lotto, das ist dann noch mal schwieriger zu gewinnen, aber
Wenn du dann irgendwie 20, 30, 40 Millionen irgendwie kriegst, was machst du damit? Ne? Also drehst du durch, schmeißt die Kohle nur so raus für alles, was irgendwie nicht rechts auf die Beine kommt, oder lebst dein Leben genauso weiter wie bisher? Das ist tatsächlich mal eine Frage. Hm. Sicherlich schon viele Generationen beschäftigt. Ja, der Sammer und ich, wir waren ja früher ein traumhaftes Lotto-Duo. Wir sind ja dann tatsächlich regelmäßig, wenn das sich gelohnt hat, so fast Hand in Hand zur Lottobude gegangen in der Mittagspause, haben den Lottoschein gemeinsam ausgefüllt und haben auf dem Weg dahin und auf dem Weg zurück und in den Tagen davor und danach dann immer uns erzählt, was wir dann wohl alles machen würden, wenn wir jetzt gewinnen, wovon wir jede Woche aufs Neue ausgegangen sind, dass wir das tun. Und ich habe das dann mal irgendwann so erklärt, dass die 2,50 Mark oder 2,50 Euro, die das dann kostet, wir haben ja nicht so den teuren Schein gemacht, zwei Kästchen oder eins, dass das im Endeffekt ein Investment in diese eine Woche Träumen ist. Ne? Also du kaufst dir nicht wirklich ein Los, sondern du kaufst dir einfach so diese Illusion, der du dich einer Woche lang hingibst, dass du halt jetzt scheiße reich wirst am Wochenende und dann quasi aufhören kannst zu arbeiten und dies und das und jenes machen kannst. War eine schöne Zeit. Die Herzen unserer Hörerinnen und Hörer schmelzen dahin, Ben. Ja. Ja. Okay, ich muss aber hier auch noch einen vom Leder lassen. Und das Lustige ist, dass hier gerade live, während wir sprechen, die Auflösung reingetickert ist. Deswegen muss ich das jetzt mal schlau aufbauen. Und zwar folgendes. Heute Morgen hat die Bundeskunsthalle hier in Bonn, große Ausstellungshalle für Kunst, ihre Ausstellung Wer wir sind, hieß die, beendet und angefangen, die Bilder abzuhängen. Und dann haben die festgestellt, dass da ein Bild hängt, was gar nicht zu der Ausstellung gehört und wohl auch schon längere Zeit da hängt. Und das begeistert natürlich so Street Art und Urban Art Typen wie mich, weil das hat ja unter anderem der gute Herr Banksy in der Tate Gallery schon gemacht, dass er einfach so seine eigenen Bilder dazugehängt hat. Und er war da mal mehr und mal weniger erfolgreich. Also er hat das in mehreren Museen gemacht. Gibt es auch auf Video, wie er das da anklebt. Und mal wurde es sehr schnell entdeckt. In anderen Fällen hat es auch ein, zwei Tage gedauert, bis es entdeckt wurde. Und deshalb halt die Frage von mir, das schreiben die hier nicht, aber ich habe das dann retweetet auf dem Voll-in-die-Presse-Twitter-Kanal, den ich hier nochmal anteasern will, mit der Frage Banksy in Bonn. Und habe mir gedacht, das bringe ich auch mal hier heute Abend, weil das ja irgendwie lustig ist, dass da so ein Bild mehr auftaucht. In der Vergangenheit, in unserer Crime-Sendung, haben wir ja eher von den Fällen berichtet, wo die Bilder verschwinden aus dem Museum. Und jetzt hat das Bonner Museum sogar eins mehr. Und das Schöne an diesem Tweet ist, dass die das nett geschrieben haben, muss ich mal wirklich sagen. Die haben geschrieben, hier erst beim Abbauen von Wer wir sind, ist aufgefallen, dass wir ein Werk mehr in unserer Ausstellung hatten. Jemand hat uns ein Bild in die Ausstellung gehängt. Wir finden das lustig und möchten die KünstlerInnen kennenlernen. Also melde dich. Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort. Das haben die heute Morgen um 8.30 Uhr getwittert, getweetet, geixt, whatever. Und dann auch nochmal, jetzt eben heute Abend, zumindest im Generalanzeiger, habe ich es jetzt heute Abend gefunden, um 20 Uhr noch was, schreibt dann der Generalanzeiger, mögliche Künstlerin des aufgehängten Bildes hat sich gemeldet. Und tatsächlich ist wohl eine Künstlerin namens, jetzt kriegt sie ihre, wie die hier schreiben, 15 Minuten Fame auch bei uns, die Künstlerin namens Danae. Hi, ich bin die Künstlerin, hat sie denen geschrieben auf Facebook und steht jetzt seitdem mit der Kuratorin, die dazu aufgerufen hat, dass sie sich meldet, im Kontakt. Das finde ich eine nette Geschichte und weiß nicht, ob das jetzt Leute verleitet, einfach ihre selbstgezimmerten Bilder in Museen zu schleppen und da irgendwie heimlich aufzuhängen. Es wirft natürlich aber auch, wie der Generalanzeiger das hier thematisiert, die Frage auf, wie konnte die das unbemerkt machen? Also das Bild hing wohl in einer Ecke, wo nicht so viele Bilder
aus dieser Ausstellung hängen. Und wer die Bonner Kunsthalle kennt, weiß ja auch, die ist recht weitläufig. Da stehen aber auch überall Leute rum. Und das hat die wohl irgendwo in so einem toten Winkel da an die Wand gehängt. Und die gehen davon aus, dass das in den letzten Tagen war. Also das hing da jetzt nicht wochenlang, aber zumindest hing es, seitdem es da hing, unbemerkt dort. Und das finde ich schon witzig. Also in den anderen Fällen haben die es dann irgendwann schon gemerkt. Hier haben sie es erst beim Abbauen gemerkt. Ich finde es ja cool. Mal ganz spannend. Sorry, sag mal, willst du erst? Nee, alles gut. Der Samas am Eierkratzen. Also, genau. Also ich fände es ja tatsächlich mal ganz spannend, ich weiß, ob es das schon mal gab, dass wenn so eine Kunsthalle in meiner Ausstellung, dass die ein Thema vorgibt und dann einfach eine leere Kunsthalle hinmacht und sagt, okay, liebe Künstler, bringt uns eure Bilder. Das heißt, dass man quasi da eine völlig offene Situation erzeugt, wo dann quasi Künstlerinnen und Künstler da dann entsprechend ihre Bilder aushängen können. Also gar nicht so heimlich jetzt hier, sondern dann entsprechend. Fände ich auch mal spannend. Weißt du, ob das schon mal gab oder sowas? Keine Ahnung. Vielleicht hat es das schon gegeben. Ansonsten alle Kuratorinnen und Kuratoren der Bonner oder sonstigen Museen, denkt mal drüber nach. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sowas schon mal gegeben hat, aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, ich hatte vor allem auch die Idee, ob ich nicht hier mal in dem schönen Ferienpark einfach anfange, eigene Kunstwerke aufzuhängen als Wanddeko. Wäre vielleicht auch ein Ansatz, dass du einfach in den Hotels, wo du ab jetzt nächtigst, jeweils deine Kunstwerke hinhängst. Also an die Wände, so richtig schön aufgehängt, ja, so, und so. Ich meine, so in, weiß ich nicht, so in Hotels, Ferienwohnungen hängt ja meistens irgendwas cool an der Wand. Das ist auch eine super Idee. Ja. Cool. Ja, das ist mal eine geile Idee. Das Guerilla-Artist hier, unser Prollo. Tja, seht ihr. Ja, nicht so schlecht. Ja. Ich kenne ja den einen oder anderen, der irgendwelche FC-Aufkleber überall hinklebt, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Ja, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast, aber lustigerweise, mein ältester Sohn ist gerade in Ljubljana und FC-Fans wissen, dass der FC mit denen im Clinch liegt, und er hat mir heute Morgen ein Foto geschickt von einer großen Fußballskulptur von FK oder wie auch immer, Olympic Ljubljana. So ein grün-weißer Ball mit dem Wappen von denen, und irgendwelche FC-Fans haben überall über die Wappen diese FC-Aufkleber geklebt. Das sieht schon ziemlich geil aus, so nach dem Motto. Cologne so. All over. Ja. Ich glaube, wir haben den Punkt in dieser Sendung erreicht, wo ich hier noch das Ding hier abspielen muss. Und natürlich auch den Sommer so langsam in die Startlöcher bringen möchte. Kein Problem. Weil wir aber gerade bei Kunst waren, müssten wir noch auch mal eine Geschichte auflösen, die wir in unserem Chat letztens ja hatten. Ich habe euch den Artikel geschickt, weil der Sommer hatte die Story mal vor Ewigkeiten mit dem Künstler, der irgendwie einen Auftrag gekriegt hatte, irgendwie auch mit Bargeld oder irgendein Kunstwerk zum Thema Bargeld oder Geld oder irgendwie zu machen. Ist schon richtig lange her, und der hat dann einfach diese recht große Summe, 20.000, 30.000 Euro genommen, einkassiert und hat ein komplett leeres Bild abgegeben. Und da ist jetzt vor kurzem irgendwo ein Urteil gefallen. Ich krieg's nicht mehr zusammen, weil ich die Geschichte jetzt auch nicht hier auf meinem Tablet habe. Aber das fand ich auch dann erwähnenswert, dass der Typ damit offensichtlich zumindest in erster Instanz nicht durchgekommen ist. Er hat sich ja versucht, mit Kunstfreiheit da rauszureden, hat gesagt, das ist halt seine Interpretation von dem Thema, und er ist ein Künstler, und hier die weiße Leinwand ist halt Kunst. Quasi, seht her, da sehen Sie nichts. Und dem ist das Gericht nicht gefolgt in der ersten Instanz. Und das heißt, er muss das Geld zurückzahlen. Er muss das Geld zurückzahlen, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es der Strafprozess oder der Zivilprozess war, aber er war auf jeden Fall der Unterlegene in dieser Instanz. Ja, wahrscheinlich zivil. Ja. Ja. Ich muss mich an der Stelle leider schon mal verabschieden. Ich wünsche euch aber noch einen guten Quickie und bin dann demnächst wieder im Lande. Ja, ja, Prost. Jo, viel Spaß beim Umdekorieren. Jo. Ja. Ciao. Ja, also, das war das Schlagwort Quickie, lieber Sommer. Ja, Quickie, hast du den Alarm eigentlich schon rausgehauen? Habt ihr den nicht gehört? Ich habe ihn nicht gehört, aber ich fange auch ohne Alarm an.
Habt ihr den nicht echt nicht gehört, oder? Ich habe auch irgendwas gehört, meine ich, also, oder? Ich habe den halt gekonnt, wie so ein echter Radiomoderator immer in die Pausen rein moderiert. Vielleicht hat es das bei dir überlagert, aber du darfst. Ja, genau. Eine schöne Geschichte vom Bodensee. Eine schöne Geschichte vom Bodensee. Das Wandern ist des Müllers Lust. Und nicht nur des Müllers, sondern viele Leute erfreuen sich der Wanderslust und es sind ja auch wirklich alle Altersklassen sozusagen vertreten. Und was machen aber alte, also wirklich alte Leute, die aber auch gerne weiter wandern würden? Vielleicht sind sie auch gar nicht so alt, aber irgendwie gehandicapt. Und dieses Themas hat sich ein 92-Jähriger aus Überlingen am Bodensee angenommen. Und der hat nämlich einen Turbo-Rollator für den Wald und für die Berge erfunden. Der hat einen Rollator. Ich habe gerade so Bilder vor Augen, aber erzähl mal weiter. Er hatte selbst einen Fahrradunfall, ist in der Mobilität eingeschränkt seither, wollte aber weiter im Grünen unterwegs sein, bergauf, bergab, auch gern mal jenseits der Wege, und hat einen geländetauglichen Rollator sich ausgedacht. Er ist, und insofern lag das nahe, Ingenieur und hat da, glaube ich, müsste jetzt nochmal gucken, aber er hat da 2-3 Jahre oder so, also wirklich lange dran getüftelt, und hat jetzt ein Ding entworfen, was sozusagen der Prototyp ist, was auch funktioniert, wo er schon irgendwie 500 Stunden oder so im Gelände mit unterwegs war. Das Ding heißt Wissel Alpin E-Hiker und ist ja mit einem, wie der Name sagt, mit einem Elektroantrieb ausgestattet. Ein Bild kann ich euch jetzt natürlich auch wieder nur beschreiben, wenn mein Handy das Bild jetzt hier lädt. Ich glaube, das ist weiter oben. Das sieht ganz lustig aus. Auf dem Foto sieht so ein bisschen aus. Also vorne ist so ein Rad, wie man es vom Fahrrad kennt, ein bisschen kleiner. Und dann ein Aufbau, ein gewisser Aufbau, da wo normalerweise beim Herrenrad die Stange ist. Und hinten sind dann so Griffe und er steht dahinter. Man kann jetzt aus dem Foto natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Schlüsse ziehen, aber es sieht relativ, also so ein Rollator ist ja nicht besonders groß. Also das ist schon ein bisschen wuchtiger, sage ich mal. Ja. Ist das Ding, ist das motorisiert? Also ja, mit einem E-Motor ist das. Ein E-Motor, da habe ich das. Ja, weil habe mir erst so vorgestellt, da ist so ein Ding, was wie so ein Flug durch den Wald knallt und hinten dran hängen halt alte Menschen und flattern da wie ein Fähnchen im Wind. Aber offensichtlich geht es vor allem darum, dass das Teil muss ja in Schrittgeschwindigkeit, die werden ja nicht automatisch schneller dadurch, in Schrittgeschwindigkeit. Ja. Anders als ein Rollator, den du wahrscheinlich selber schieben musst, also dass das zum einen geländegängig ist und zum anderen eben sich selber auch quasi das Härchen ein bisschen Gassi führt, so ein bisschen an die Hand nimmt und sozusagen vorneweg rollatort und der Mensch hält sich halt hinten an der Stange fest und tappert hinterher, hat aber nicht die Last des Schiebens oder durch die Pampa-Drückens von so einem Rollator. So stelle ich mir das vor. Genau, ich habe das hier, den Artikel, auch mit einem Kumpel hier im Urlaub eben besprochen. Wir hatten auch durchaus witzige Bilder vor Augen, wie so ein Ding quasi den Rentner hinter sich herschleift. Also das muss schon ein tolles Teil sein, wenn es so gestaltet ist, dass es auf der einen Seite, wie er selber sagt, einen den Berg hinauf zieht, ja, also er sagt, der Elektroantrieb ziehe einen die Berge hinauf, ja, auf der einen Seite hat es diesen Antrieb, auf der anderen Seite, der Mensch, der da dran hängt, ja, mit dem wir auch Schritt halten können. Und, aber es funktioniert wohl, er sagt, für bergab hat er eine leistungsfähige Bremse,
Und er ist aber im Moment bei irgendwie Kosten von 5.000 Euro pro Teil. Insofern wird er weiter tüfteln, vielleicht kriegt das noch günstiger hin, aber er sagt, die Nachfrage sei trotz des Preises groß. Also es gäbe noch mehr Verrückte als nur ihn. Ja, je nachdem, wie diese Rentner situiert sind, ist das wahrscheinlich auch ein Investment, was sie bereit sind zu machen, ne? Also wenn das wirklich in der Nutzung das verspricht oder das hält, was es verspricht, und oft sind das ja dann vielleicht auch Leute, die einfach das Geld haben, die auch sagen, ja, wenn ich es mir jetzt nicht gönne, wann dann? Eigentlich eine ganz gute Zielgruppe auch. Ja, ich meine, der Rentner ist 92, ne? Also mit 92, auf was willst du noch warten? Also ja, ganz eben, ehrlich, wenn du es hast, vielleicht gar keinen Kinder oder so hast, also dann sagst du, hey, das gibt mir ein Stück Mobilität zurück, bin früher schon gerne im Wald spaziert, dann sagst du, dann kostet halt 5.000. Also. Ja, genau, das sehe ich genauso. Und jetzt gebe ich euch aber noch die Kirsche auf der Sahne, oder wie man sagt. Ja, die Sahne auf der Kirsche. die Sahne auf der Kirsche, die Kirsche auf der Sahne, das Sahnehäubchen, wie auch immer. Ich habe ja schon gesagt, er wird weiter tüfteln. Seine neueste Idee ist jetzt, dass er das Ding auch zusätzlich mit Schneeketten ausstattet. Okay. Danach kommt die Amphibien-Variante, ne? Dass er auch nach innen, dass er durch den See gezogen werden kann damit. Ja, genau. Da habe ich auch gerade dran gedacht. Oder mit so einem Jetstream dann irgendwie, dass er dann noch durch die Luft schleudert. Siehst du auch diesen flatternden Rentner da durch die Luft Pirouetten schlagen. Ja, dann kannst du auch, wenn du dann einigermaßen 5G-Netz hast und dann diese, wie bei diesen selbstfahrenden Autos quasi, dann diese Warnanzeiger-Dinge, dann kannst du damit auch dich mit 50, 60 km/h durch die Bäume stängeln im Wald, ne? Da brauchst du keine Wege mehr. Und du kannst ja auch so ein bisschen bei den Drohnen klauen, die haben ja auch diesen Return-to-Home-Button, wo du dann quasi, wenn der da keinen Bock mehr hat, dann drückt der einfach da auf den Return-to-Home und dann zerrt das Teil ihn nach Hause. Genau. Das ist doch geil. Ja, super. Aber Idee. Ganz wichtig, es muss eine Toilette dabei sein. Das ist... Jetzt mit Absaugfunktion. Für einen Tausender extra. Sehr schön. Ja, ich glaube, damit sind wir für heute durch. Wir haben es nicht ganz geschafft, eine kürzere Sendung ausnahmsweise mal zu machen, die wir uns vorgenommen hatten. Also irgendwie haben wir dann doch immer zu viel zu verzählen. Ja. Aber so soll das dann halt sein. Es gibt so viele Nachrichten auf der Welt. Ja, absolut. Dann gehen wir morgen alle mal ins Museum und kleben da irgendwas hin. Und für die, die da keinen Bock drauf haben, können ja einen Waldspaziergang machen. Aber Obacht, Augen auf vor Turborollatoren. Also ich gehe jetzt mit ganz anderen Augen in so einen Wald. Ich gucke irgendwie auf Grasfroschfrauen und Turborollatoren. Diese Sendung erweitert definitiv meinen Horizont. Also Beef. Gute Besserung für dich und sag mal dir noch einen schönen Urlaub. Geht ja wahrscheinlich jetzt auch langsam zu Ende oder bleibst noch eine Woche länger? Ja, Sonntag geht's zurück. Ja, dann komm gut nach Hause und ich wünsche euch was. Bis ganz bald in dieser Show. Bis bald. Jo, tschüss. Ciao.